Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Nod. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren in der letzten Mission angekommen, müssen hier die GDIs platt machen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. Was zur Hölle? Geht hier direkt actiongeladen los mit gegnerischen Sammlern, die wir hier platt machen. Und ja, wir haben uns in der letzten Folge schon hier reingearbeitet. Haben hier diesen Bug mit den Sammlern, ja, das ist ein bisschen doof. Aber nicht zu ändern irgendwie. Und ja. Dann würde ich sagen, gehen wir das mal an. So, der will tatsächlich hier reinfahren, ne? Nichts da, Leute. Nichts da, Junge. So. Und raus da. Diese Verteidigungstürme sind verheerend. So, alles klar. Bring doch die Kohle rein. Ja, diese Sammler hier in dieser Mission, Leute. Die sind verbuggt. Die sind richtig verbuggt. Und ich probiere mal was. Wartet mal, Leute. Ich probiere mal was. Ah, verdammt, der Hubschrauber, der Turm. So, genau. Schau euch das an. Ich kann hier ein bisschen Stress machen mit dem Anakin. Ja, warum eigentlich nicht? Wartet mal, erkunde mal ein bisschen. Oh nein! Warum ist denn da hinten noch ein Turm? Verdammt. Verdammt. Leute. So, Leute, dann würde ich sagen, baue ich mir hier oben mal eine Werkstatt hin. So. Und werde meine Armee nochmal reparieren. Und die machen hier schön Stress, finde ich gut. Schau dich das an. Diese beiden Mannequin, ey. Der hat einen Ionenwerfer, Leute. Seht ihr diese Radarzentrale? Der hat einen Ionenwerfer, der GDI-Typ. So. Macht die nächste Energie platt. So. Sehr gut, Leute. Mensch, Sammler, ey. Das nervt. Naja, gut. Bababam. Genau. Die für Fenneken? Genau, die würde ich mir auch als Verstärkung für da oben nehmen. Schau ich das an. Die machen schon ordentlichen Schaden, weil der Gegner halt dadurch, dass die Mannequin die ganzen Kraftwerke platt machen, weil der Gegner halt Geld ausgibt dafür. Ne? Ja. Ja, dann. Schade. Na gut. Da ist ein Schieb angeschissen gekommen. Ey. Naja, gut. So, dann. Der Hubschrauber kann nochmal hier oben hin. Und genau, der baut's nach. So. Nein, dieser blöde Jeep. Oh, mach den platt. So. Und mach bitte diese Drecks-Mannequin-Fabrik weg. So, und bam. So, mach diese Drecks-Mannequin-Fabrik weg. So kann man den ein bisschen ärgern, den Gegner, ja. So, die Panzer, die ich hier drüben habe. Da. Die machen hier schön weiter die Kaserne platt. Das ist richtig gut. Ha. Und bumm. So. Oh Gott. Oh Gott. So. Der wird nämlich aggressiv, wenn wir den hier angreifen. Seht ihr? Sehr schön. Alles klar. Ich repariere schön meine Gummipanzer weiter. Die bringen die Kohle einfach nicht rein. Ne? Das ist irgendwie... So. Schön weiter drauf da. Alles klar, Leute. Und Bots. Ja, komm. Dann war es das mit meinem Mannequin-Angriff. Mensch, Sammler. Haben wir es bald mal. So, dann würde ich sagen. Weitere Gummipanzer. Oh, schau mal hier. Ah, der baut sich wieder auf hier, ne? Ein bisschen. Na gut. Verstärkungen sind eingetroffen. Egal. Leute, egal. So, dann. Der Panzer. Ja, der wird kalt gemacht von meiner Verteidigung. Oh. Oder der dreht um. Dann dreht er halt um. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Immer nach wie vor Sonntagabend. Wie wir hier die letzte Mission der Bruderschaft spielen. Der offiziellen Kampagne. Meine Güte.
Das ist schon ordentlich. Und Raketenpanzer. Und Sammler. Mann. So, Leute. Jo. Der kommt tatsächlich angeschissen. Okay. Bam. Weg mit dem. So einfach geht das, Leute. Und du fährst bitte hier rein. Da. So, und jo. Und bam. Weg mit dem. Scheiß da. So, jetzt. Reparier doch diesen Turm. Meine Güte. Okay, passt aber. Wir haben schon eine ganze Armee an Gummipanzern. Dann würde ich sagen, nehme ich mir die mal. Bring die Kohle rein. Nehme ich mir die mal als Team 1. Und mach vor allem diesen Raketenwerfer da platt. So. So, Leute. Dieser Sound sind so geil. Und ja, liebe Leute, wie geht's euch in dieser zweiten Januarwoche? Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin halt nur kaputt von der Arbeit. Aber was soll ich machen? Das ist halt, ja, arbeiten ist ein Muss. Und ja, kommt man nicht dran vorbei. So, gut. Weiter hier durch die Verteidigung fressen. So, einfach hier reinfahren. Und auf diese kacke Raketentürme, ey. So. Meine Güte. So. Und bam. So. Hat der gerade zwei Türme auf einmal aufgebaut? Habt ihr das gesehen? Der hat zwei Türme auf einmal gebaut, der Sack. So. Aber für Raketentürme sollte der kein Geld mehr haben hier. So, Leute. Und Batz, weg damit. So, nächste Raketentürme da oben. Oh, und weg damit. So, der hat keinen Ionenwerfer mehr. Und mach diesen Raketenturm platt. Meine Güte, ey. Und jetzt den Bauhof, ganz schnell. Mach den Bauhof platt. Ja, liebe Leute. Alles klar. Ach du Scheiße, wie viele Wenigken. So. Wie viele Wenigken. Ey. So. Diesen Jeep platt. So, liebe Leute, dann haben wir die erste Basis doch schon auseinandergenommen hier. So, perfekt. Dann würde ich sagen, baue ich weitere Gummipanzer. Und die liefern die Kohle wieder nicht heim. Ja, das ist toll. So, dann fahrt den platt und hier unten. Da. Alles klar, liebe Leute, dann. Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik hier. Wobei, wartet mal, ich könnte eigentlich. Ah, nee, kommt. Das ist mir jetzt zu frickelig. ich könnte eigentlich Mammutpanzer haben, aber. Brauche ich nicht. Ist mir zu frickelig. Ja, komm dann. Überfahr die doch. Kann es so schwer sein, Manneken zu überfahren. So. Hä? Wo kommt denn der Scheiß jetzt wieder her? Ich hab die ganze Basis von dem platt gemacht. Ah, diese Raketentürme, die sind so verheerend von dem. Verdammt nochmal. Ah, gut. Den kriegt ihr aber wohl, oder? Hä? Wie kann der sich wieder aufbauen, Leute? Was zur... Was ist hier kaputt gegangen? Sammler, jetzt bring doch mal diese Kackkohle rein. Jetzt will er echt mit den Invasoren noch hier mich hier verarschen. Okay. So. Und der Knochenbrecher-Move. So, dann. Bring doch die Kohle rein, Mann. Ein Turm ist weg, ja. Was war das eben? So. Verstehe ich nicht. Wie kann der weiter Sachen bauen? Er kann weiter Sachen bauen, ne? Ach, Mann, ey. Jetzt kommt er mit Manneken. Und meine Panzer gehen in die Luft. Toll. Tolle Wurst. So. Och. Dann war mein erster Angriff für einen Arsch. Kann ich sagen. Der baut hier nach, ne? Der baut hier nach wie vor.
Ja, tatsächlich. Der erste Angriff war komplett für die Katze. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, lade ich das aber nochmal. Weil, wie ihr seht, die Kohle geht aus. Ja. Das heißt, ich muss das Spiel laden. So, Leute. Da muss ich erstmal ein bisschen mehr aufpassen hier auf meine Einheiten. So. Ja, da steht sogar noch einer. Guckt mal da. So. Und auf diesen Sammler da. Los. Platt machen. Platt machen. So. Damit der ja keine Kohle mehr kriegt hier. Die Kohle hier ist begrenzt. So. Und direkt auf den nächsten Sammler. Ja, Mann. So, Leute. Fahrt bitte hier runter. Aus der Reichweite von den Dingern. So. Und raus da. So, perfekt. Ja. Wenn ich die Basis hier oben platt mache, das bringt nichts. Ich muss zwei Angriffe gleichzeitig fahren, glaube ich. Das ist ja die Sache, ne? Ich muss zwei Angriffe gleichzeitig fahren. Ich muss mir einfach eine Übermacht an Gummipanzern aufbauen, ja. Das wird's wohl sein. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, die letzte Mission, die ist nochmal ziemlich sneaky. So, wenn ich den Bau verkaufe, nee. Verkauf mal die Energie. Ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ha, das war ein Sammler, Leute. Das ist doch unglaublich. Wirklich. So dreist. Naja. Gut, Leute. Da würde ich sagen, muss ich mir einfach noch weitere Gummipanzer aufbauen. Ja, die Aktion gerade, die war ein bisschen ja, nutzlos. Ich wusste gar nicht, dass wenn man die Basis einrennt, dass der sich dann wieder aufbaut. Ja, das scheint wohl so zu sein. Und ah, ist schon krass, aber... So, der Sammler ist weg. Sehr schön. Hat auch nichts mehr, was er hier machen kann. Schon cool soweit, ja. Schon cool. Okay, das ist tatsächlich einer letzten Mission würdig, wird gebaut. Muss ich sagen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ja, wartet mal. Da baut er noch einen. Nee, oh Mann, unfassbar. So, dann gehst du mal bitte hier rein. So, der fährt links. Links fährt er sammeln. Dieser Penner. So. Mach den platt hier. So, ich will den schön hier ausbluten lassen. Ach, da kommt er nochmal rein. Das ist ja wohl unglaublich, ey. Unfassbar. So. Ich brauch das Geld hier, ey. So. Meine Güte. So. Diesen Hubschrauber kann ich mir auch mal nehmen, theoretisch. Und mal da oben hinfahren, wenn das ausreicht. So. Ich befürchte, der macht mich hier platt, bevor ich hier... Ah, toll, ja. Hallo? Was macht ihr da? So. Einfach hier und zack. So, weg damit. So, das war ein Luftangriff. So. Schon mal gut. Du fährst bitte rein. So. Ich bin gespannt, wie viel Kohle der Gegner noch hat hier. Ja, wie viel Kohle der noch hat, das ist interessant. Weil meine Ausbluter-Taktik, die funktioniert auch nur, wenn der Gegner endlich Kohle hat, ne? Und nicht unendlich hier Sammler bauen kann. So, der fährt nach rechts. Platt machen das Ding. So. Alles klar. Da hat er noch einen. Bam. So. Und bam. Alles klar. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das hier ist so eine Art Abnutzungskampf. Ja, wer kann mehr Panzer bauen? Oder mehr Einheiten bauen, bis die Kohle weg ist, glaube ich. Das ist so von dem Spiel gewollt. Ich bin da aber positiver Dinge, dass wir das sind. So, der will wieder nach links fahren. Ich muss einfach nur aufpassen, Leute. Einfach nur konzentriert arbeiten hier. So, zack. Weg mit dem. So.
Und bam. Bams. Ja. Der Sammler, den er da immer baut, ja. Der wird durch die Türme, durch den Turm immer platt gemacht. Genau, Leute. Jo. Währenddessen bauen wir uns hier und so weiter unsere Angriffsarmee auf hier. So. Auch wenn die schon alle ziemlich kaputt sind. Aber, naja. Benicken brauche ich eigentlich gar nicht. Oh. Oh, warum kommt hier unten Panzer? Ich will die doch hier oben haben. Genau. So, Primärbauwerk, Mensch. So. Ah, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Dieser Sack, ey. Dieser Sack. Wirklich. Na gut. Egal. So. Einfach weiter Panzer bauen. Einfach weiter gute alte Gummipanzer bauen hier. So. Und der geht jetzt auch kaputt. Weg mit dem Sammler. So. Weg mit dem. Bevor der unsere ganze Kohle hier klaut. So. Ja, klar. Oh Mann. So. Genau, Leute. Wir bauen unsere Armee weiter auf. Puh. Das wird langsam aber echt, echt witzig, Leute. So, der hat noch eine ganze Kohle sogar. Das wird langsam echt spannend, muss ich sagen. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Aber das kriege ich, glaube ich. Hahaha, seht ihr das? Der hat doch endlich Kohle. Und zack, weg mit dem Kacksammler, ey. Wo kommt der denn jetzt her? Hat er noch eine andere Kohle, Vorrat oder was hier? Scheint wohl so, ne? Na gut. Shit, Mann. Okay, egal. Gut. Der kriegt aber zumindest kein Geld mehr hier. So. Sehr schön. Wir bauen uns einfach weiter auf. Ist, glaube ich, echt ein Abnutzungskampf hier, hä? Aber der hat irgendwo anders noch. Verstärkungen sind eingetroffen. Irgendwo anders hat der noch eine Geldquelle. Verdammt nochmal. Diese Raketentürme, die nerven ordentlich, ey. Verstärkungen sind eingetroffen. Kann ich da irgendwie in die Basis rein? Wartet mal. Jetzt arbeiten die Sammler auch vernünftig, ja, ja. Da ist seine Geldquelle. Verstehe schon, Leute, ja. Komme ich da irgendwie rein? Oh mein Gott, geil! Ach, dieser fucking Turm. Das war aber gar keine schlechte Idee, ey. Ah, shit, der hat da oben noch eine Geldquelle, der Sack. Das ist doof, das ist richtig doof gerade. Verdammt. Verdammt. Ja, da muss ich jetzt irgendwie gucken. Ne? Und wir haben jetzt hier unsere Geldprobleme auf einmal. Ne? Klar, logisch. So. Geht mal bitte da rein, wenn ich kann. Wieso kommen hier unten die Panzer raus? Die brauche ich nicht hier unten. Was zur? Alter. Alter Schwede. Oh, du Scheiße. Was macht ihr denn da? Seid ihr Idioten oder was? Abgebrochen. Oh Mann. Okay. Ja, Leute. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Na komm. Hä? Leute? So. Dann geht ihr mal bitte da rein. Ich versuche jetzt nochmal seinen Sammler mal ein bisschen zu schwächen nochmal. Ja. Was? Nein. Bleib doch hier. So. So. Zwei Manneken. Da kann ich ein bisschen erkunden, wie viel Kohle der hier noch hat. Wenn der jetzt hier ein ganzes Erzfeld... Ah! Moment mal.
Ich habe eine Idee. Ich brauche eine Mannequin-Fabrik. Scheiße, schade, dass ich gerade verkauft habe. Ich schnapp mir einfach die Kohle von dem da oben. Der hat ja da Silos. So, Invasoren, ja. So, wartet mal. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Nö, kann ich nicht. Was macht dieser Sammler schon wieder? Ist der denn des Wahnsinns, Leute? So, ich brauche einmal Geld. Ah, die haben zum Glück noch was. Sehr schön, Leute. So, dann... Ja. Dann hängen wir jetzt erstmal hier. Interessant. Dass das so gar nicht ausreicht, ne? Die Kohle. Du fährst bitte hier unten das abholen. So. So. Zweite Invasor. Baue ich noch eine Hand von Not da oben hin. Ich hoffe mal, das funktioniert. So. Dann werde ich nämlich jetzt die Hubschrauber benutzen. Mir die seine Kohle schnappen. Genau, Leute. Seine Kohle. Kann ich das hier hinbauen? Ich kann das sogar da hinbauen, Leute. Oh mein Gott, wie geil. Ah, das ist eine Master-Taktik. Das ist eine Master-Taktik hier. Die Dinger verkaufen. Ja, der Sammler. Meine Güte. Dieser blöde Sammler, ey. Aber ich habe eine andere Taktik hier. Das ist schon geil, so. Ganz genau. Seht ihr das? Der baut Silos. Aber hat leider nicht viel gebracht. ja. Gut. Hier oben? Genau, ich kann mir Kohle von dem Sack klauen. Ha! Ich kann mir da Kohle klauen. Geil, Leute, das ist so gut. So. Ach, Mann, dann. Keine Ahnung. So. Jo. Geil! Verkauf das Ding. Eins. Und, jo, dann. Bam, 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 geistwendig. No mercy. Was zur Hölle? Ah, sein Sammler, weg damit. Oh. So, und vor allem die Mannequin platt fahren. So. Ja gut, egal, Leute. Ja. Egal, ich habe hier eine ganze Armee voll. So, aber Moment. Invasor. So. This is for the weak. Ja klar, Junge. Ja, komm dann. Ach, war doch die Kacke kam platt hier. In the name of Kane hier, so. Genau. So. Das Silo ist aber auch leer. Ah, das ist leer. Okay. Jetzt gibt's wirklich kein Geld mehr. Verstehe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann können wir wieder die Silos hier verticken. Mal gucken, ob wir mit dem Mannequin hier irgendwann diese Energie platt kriegen. Ha. Aufstand der Bürger hier. So. Seine Silos sind aber komplett leer. So. Auf den Grenadier. So, bam. Ah, der hat wieder ein bisschen was. Der hat wieder ein bisschen was. Gut, kann ich hier eine Energie vielleicht... Die Mannequin-Fabrik, die kann ich... Die kann weg. So. Genau, das ist wieder voll. Perfekt. Perfekt, Leute. Habe ich ja wieder ein bisschen Geld gesichert. Ja, da war wieder ein Luftangriff von dem. Okay. Geil. Geile Taktik hier. Ja, das war aber jetzt leer. Na gut. Gut, dann baue ich aber Gummipanzer. Zumindest einen. Aufstand der Bürger. Geil. So, das ist der Sammler, aber der wird platt gemacht. Der wird platt gemacht, bevor der da nerven kann.
So. Genau. Und weitere Sammler platt machen. Und Batz und Butz. Sehr schön, Leute. Gut. Fahr den doch platt. So. Aufstand der Bürger. Oh Mann. Ja. Ist schon eine Nummer hier. Gut, Leute, dann sehen wir das Ende der Kampagne aber erst beim nächsten Mal. Da würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.